Thomas wollte für den Zoobox Aqua Expo Stand ein paar Show-Aquarien mit anderen Leuten einrichten. Und für eins der Aquarien hat er mich gefragt. Ich weiß überhaupt nicht, um was für ein Aquarium es gehen wird, wie groß das sein wird, was er sich vorgestellt hat oder ob wir einfach völlig frei jetzt irgendein Aquarium einrichten. Aber ich werde jetzt nach Remscheid zur Zoobox fahren und wir werden ein Aquarium einrichten, was ihr dann auf den Aqua Expo Tagen in Dortmund sehen könnt. Und da sind wir jetzt tatsächlich auch. Ich bin jetzt gerade schon angekommen. Thomas ist gerade noch einmal nach hinten und erledigt noch ein paar Sachen. Und wir werden nämlich jetzt, wie schon gesagt, ein Aquarium für die Aqua Expo einrichten. Und das werde ich euch nämlich jetzt zuerst einmal zeigen, bevor wir es dann wirklich einrichten. Es geht nämlich um ein echt spektakuläres Format, was ich so selber auch noch nie eingerichtet habe. Und zwar ein 90H. Also 90er schon, ist ja schon nicht so klein, aber 90H, also ein hohes 90er, guckt euch das mal an, das ist absurd, ja, also wie hoch das tatsächlich ist, wenn man davor steht, da hat man richtig viel Platz drin und eigentlich war meine Idee, da ein richtig spektakuläres Iwagumi reinzumachen und das würde auch gut funktionieren, aber das Aquarium hat halt natürlich jetzt zwei Probleme. Einerseits ist es sehr hoch, wenn wir da jetzt wirklich ein Iwagumi machen, brauchen wir sehr große Steine, was jetzt nicht das größte Problem ist, weil, ihr werdet das sicherlich wissen, auch wenn ich schon häufiger mal hier war, große Steine hat Thomas, ja, aber wir müssen ihn einerseits auch reinkriegen und andererseits muss das Aquarium danach noch transportabel sein. Und das hat halt einen Glassteg in der Mitte. Und das ist das wahrscheinlich größte Problem für die großen Steine hier, weil sowas, ja, also was wahrscheinlich gut aussehen würde, aber das ist jetzt schon, das sehe ich jetzt schon, das ist zu breit, das kriegen wir da nicht rein. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein Stein wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30 Kilo wiegt und den dann da zu balancieren und ganz knapp an so einem Glassteg vorbei zu platzieren, ist wahrscheinlich eine blöde Idee. Also werden wir uns mal gucken, was man so an Holz nehmen kann. Und da gibt es ja durchaus Sachen, die ich auch schon häufiger mal eingesetzt habe. Also was wir jetzt natürlich nicht machen für ein Messeraquarium, ist sowas wie das Snakeskin Wood hier. Das sieht zwar gut aus, aber das kann man echt keinem antun, wenn das nicht vorgewässert ist oder nicht mit einem Darkstart versehen wird. Weil ich meine, die Messe ist jetzt in etwas über 4 Wochen. Das macht keinen Sinn, sowas zu benutzen, weil das in 4 Wochen einfach voller Bakterienrasen sein wird. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Sowas wäre ganz cool. Ja, diese Holzer, die habe ich ja auch schon ein paar Mal benutzt. Zuletzt in einem kleinen Nano, was ich für einen Kampffisch eingerichtet habe. Weil hier hat man natürlich die Chance mit diesen Einbuchtungen. Da kann man halt noch ziemlich coole Sachen reinpflanzen. Also es gibt einfach viele Optionen, die man hier hätte. Ich meine, an Auswahl wird es nicht mangeln. Ne? Das heißt, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, was man hier so alles findet und auf welche Ideen man kommen könnte. Und dann können wir das nämlich gleich mal in dem Aquarium so ein bisschen setzen. Thomas wird mir helfen, der wird auch noch ein eigenes Video dazu machen, was ihr dann auf dem Zoobox-Kanal sehen könnt. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das so geht. Ich bin sehr gespannt. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Thomas ist schon mit am Start. Jawohl. Da muss man jetzt gerade nämlich ein bisschen helfen. Ich bin jetzt erst ins Video eingetreten. Ne? Ja, du bist herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Viel Spaß mit unserem Video. Ja, absurd hohes Aquarium. Ich habe gerade schon gesagt, habe ich noch nie eingerichtet, so ein hohes. Hast du noch kein 90H gemacht? Nein. Okay. Also 90er schon, ja. Hab ich jetzt tatsächlich vor 2 Wochen erst noch eins gemacht. Aber nicht so ein hohes. Also richtig geil. Finde ich richtig cool. Okay, also wir haben hier das Amtra Alux. Punkt, 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 der ist jetzt hier eingeblendet, weil es hat unseren Namen mit einer Nummer, wie die 4 Liter da reinpassen. Ich kann mir die leider nicht merken. Fakt ist, die Maße von dem Aquarium sind 90 cm in der Breite, 40 cm in der Tiefe, 45 in der Tiefe, das ist so weit bekannt. Ja. Und dann ist interessant, es hat eine Gesamthöhe von 65 cm und ich habe es gerade gesagt, das habe ich schon wieder vergessen. Sichthöhe 63 hast du gesagt? Nee, 58, oder? 58? Nee, 53. 53, okay. 53 cm ist dann die tatsächliche Sichthöhe mit Abzug dieser Kiesblende und dem Kleinblende hier oben.
Es ist kein Weißglas, es ist ein Flotglas-Aquarium. Das ist eigentlich so das ganz Spannende. Ja, und ansonsten gibt es da nicht so viel zu erzählen. Ich finde es ein ganz tolles Maß. Die sind relativ neu, deswegen machen wir die jetzt für die Messe. Mhm. Liegt auch daran, weil ich drei davon habe. Ich wollte für meinen Kanal drei Vorstellungsvideos. Ich habe eh schon gesagt, dass auf deinem Kanal auch noch was dazu kommt. Ah, okay, auch von dieser Einrichtung. Und deswegen habe ich mich dann halt für diese Alux entschieden, weil es gibt drei Größen davon. Das hat halt gut gepasst. Drei Gäste, ja. Drei Aquarien von einer Marke, sage ich jetzt mal. Aus einer Reihe. Genau. Die unterscheiden sich halt immer nur in der Länge und in der Tiefe ein bisschen. Mhm. Aber hoch sind die alle gleich. Ich okay. bin ganz gespannt. Finde es halt ganz schick so an sich. Ich habe mich jetzt auch für das Grau entschieden. Es gibt hier noch in Weiß. Aber wir haben so viel Weiß, ich wollte einfach mal eine andere Farbe. Und ganz ehrlich so, ich finde dieses Grau mittlerweile, gibt es ja auch von vielen anderen Herstellern, ganz interessant. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Licht weiß ich noch nicht genau, da wird noch eine Lampe dazukommen. Ja, machen wir ein bisschen heller. Für die Tiefe muss da schon ein bisschen was runterballern. Ja, da ist halt jetzt ein LED-Balken dabei. Der ist gar nicht so schlecht. Wir hatten jetzt schon mal den 1,20 Meter. Ja. Aber ich würde hier nochmal zwei dazulegen, dann haben wir drei. Ja. Und dann, glaube ich, ist es auch hell genug, gerade noch mit der Höhe. Das ja. brauchst du ein bisschen mehr Power. Filtern werde ich das Ganze mit einem Aquarell 1500. Hm, der Ultramax, glaub sehr gut. Ich, ja. Glaube ich, ist er das? Könnte einer sein. Sieht hoch genug aus. Da steht sie doch. Ja, 2000er. Nee, das ist der andere. Dann, ach so. Den haben wir für das Meter. Also ich glaube, der Ultramax 1500 wird es. Er ist ein 1500. Genau. Also gefiltert wird das Ganze nachher mit einem Ultramax 1500. Ich finde die halt super genial. Also, ja. Den fehlt zwar noch die Heizung. Ja, ich finde auch, wenn der Ultramax ein Thermofilter wäre. Top-notch. Ja. Weil super leise, super laufruhig. Einzeln abtrennbare Anschlüsse. Das ist ja mein Killer-Feature. Das ist also, ja, stimmt. Die am meisten haben so einen Block, ne? Ja. Richtig, richtig geil. Das ist mein absolutes Killer-Feature. Stimmt, jetzt wo du das so sagst. Weil ich habe das nämlich häufig, dass ich meine Aquarien so baue, dass ich Einlauf links und Auslauf rechts habe oder umgekehrt. Das heißt, der Filter steht in einem Fach und im Unterschrank und dann hast du da links und rechts die Schläuche rauslaufend. Und dann ist das voll geil, wenn ich die einzeln abtrennen kann. Das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall der Filter, für den ich mich jetzt hier entschieden habe. Ja, und dann kommt jetzt hier zwei Anlage rein. Wahrscheinlich eine Dennel-Anlage, vermute ich jetzt einfach mal so. Und das war's. Und das Innenleben bestimmst du? Ja. Und dafür habe ich mir nämlich jetzt gerade, wir haben jetzt gerade schon geguckt, so ein bisschen beim Hardscape. Und ich habe mich völlig unvorbereiteterweise für einen Riesenbündel Talawa entschieden. Schiebt man die Lampe so einen Tick nach vorne, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Licht hier drin. Ja, jetzt nämlich schon im Kasten zusammengebaut habe. Und das sieht doch erstaunlich gut aus. Mhm. Das sieht doch erstaunlich passend aus. Ja. Wunderbar. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen entstanden. Ich hatte am Anfang gesagt, ja, Iwagumi wäre schon geil. Ich meine, auf der Höhe Iwagumi, wie krass wäre das? Aber diese Strebe hier ist jetzt halt, ne, also wenn ich, nee, von vorne kann man es nicht sehen, aber der Abstand meiner Hände, so breit ist jetzt hier eine Glasstrebe zwischen. Und da kann ich einfach, da kriegen wir diese Steine unmöglich rein. Und das sind jetzt, glaube ich, 7 oder 8 einzelne Wurzeln. Das seht ihr gleich, wenn wir es zusammenbauen. Und dann müssen wir natürlich bepflanzungsmäßig ein bisschen gucken. Ich würde nämlich tatsächlich sagen, auch wenn das ungewöhnlich wirkt im ersten Moment, dass wir da relativ wenig Aufsitzer machen. Zumindest keine Aufsitzer auf den nach außen laufenden Ästen, sondern wirklich nur so in der Mitte, wo die ganzen Wurzeln so zusammenbrennen. Da sehen natürlich ein paar Fahnen oder so ziemlich geil aus. Müssen wir natürlich auch so ein bisschen gucken mit dem Licht hier. Das ist jetzt nicht das richtig krass high-endige Aquarium. Also so ein bisschen in Easy- und Medium-Pflanzen werden wir uns bewegen. Vielleicht keine besonders schwierigen Pflanzen. Vielleicht noch so ein Lotus, der dazwischendurch hochkommt. Also ihr seht schon, da kommen jetzt einige Ideen direkt hoch. Kann ich mir richtig cool was vorstellen. Wir starten mal. Die Stücken selber kriegen wir alle irgendwie hier rein, ne? Ja, die sollten wir schon reinkriegen. Da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Ausladendste. Okay. Also Plan ist wirklich auch, einen Bodengrundaufschüttung zu haben. Ich würde wirklich immer empfehlen, eine Bodengrundaufschüttung zu haben, einfach um eine gewisse Tiefe ins Aquarium zu kriegen. Selbst wenn das Layout selber keine Tiefenwirkung besitzen soll, aber trotzdem hat die Aufschüttung einfach zwei Vorteile. Einerseits mehr Fläche an Bodengrund, in denen sich Bakterien ansiedeln können, der als Filtermaterial dient und so weiter. Das ist generell für die Biologie des Aquariums toll. Und zweitens, man sieht einfach besser die Pflanzen, die man hinten hingepflanzt hat. So, wir haben jetzt Vulkanbruch drin, zwei fette Säcke. Das Geile ist, ja, durch diese Blende hier vorne muss ich jetzt gar nicht drauf aufpassen, dass vorne irgendwelche Krümel rumliegen, weil man sieht es sowieso nicht. Sehr, sehr praktisch. Ich werde jetzt das komplette Hardscape erstmal so reinbasteln, wie ich mir das einigermaßen vorstelle, in der Hoffnung, dass es auch so hält, wie ich es mir vorstelle. Weil wenn es dann erstmal drin ist, dann sehe ich halt genau, wo sich die Hölzer berühren. Und da kann ich dann später gut kleben. Also wir werden es auf jeden Fall komplett verkleben müssen, weil das darf natürlich jetzt nicht hochkommen. Und dann denke ich, werden wir auch ringsrum
noch Steine setzen müssen. Wahrscheinlich sowas Richtung Mini-Landschaft oder so, halt irgendwas relativ Schweres an Steinen, aber möglichst klein, was wir dann mit dem Holz noch verkleben und was dann aber verschwindet, wenn wir gleich das Zoll drauf kippen. Das ist zumindest so ein bisschen jetzt der Plan, damit wir das hier reingebaut kriegen und es am Ende so aussieht, als sei es ein Aquarium, wo wirklich nur Holz drin ist. Das ist dann übrigens der sogenannte Ryoboku-Stil, also im Gegensatz zu Iwagumi. Das Iwagumi beschreibt ja wirklich ein Aquarium ausschließlich mit Steinen und auch mit einer sehr festgelegten Anzahl an Steinen und gerade Anzahl, 3, 5, 7 und so. Und das Ryoboku ist sozusagen der Gegensatz dazu, das beschreibt ein Aquarium ausschließlich mit Holz. Und eigentlich machen wir genau das jetzt. Das Layout steht jetzt erstmal soweit. Ihr habt jetzt auch gerade schon in den Zwischensequenzen gesehen, wie wir das Ganze verklebt haben. Ich habe also einerseits die Hölzer untereinander an diversen Stellen miteinander verklebt und dann jetzt noch diese Flusskiesel mit da reingesetzt, weil das tatsächlich der schwerste Stein ist, den wir hier hatten in dieser Größe. Und den jetzt noch verteilt auf ein paar Wurzeln und den dann auch nochmal jeweils verklebt mit der Wurzel. Möglicherweise werden die nicht komplett überdeckt werden vom Soil jetzt, aber spätestens von den Aufsitzerpflanzen bzw. generell von der Bepflanzung werden die dann verdeckt werden. Denn man muss bei sowas mal ganz klar sagen, das ist auch ein ganz genereller Tipp, den ich euch immer mitgeben würde. Wenn ihr ein Hardscape baut, baut das massiver, als ihr vielleicht eigentlich dachtet, dass ihr es haben wollen würdet, weil der Bodengrund schluckt Höhe, die Bepflanzung selber später schluckt auch nochmal eine ganze Menge Höhe. Und dann sehen wir nämlich von diesem ganzen Hardscape-Konstrukt wahrscheinlich nur noch so viel, dass der untere Teil am Ende gar nicht mehr sichtbar sein wird. Zumindest dann, wenn auch die ganzen Pflanzen gewachsen sind. Und Pflanzen ist dann nämlich jetzt auch das nächste Thema. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir da so reinpflanzen werden. Und dann machen wir nämlich jetzt weiter mit dem Soil und natürlich Klassiker Tropica Aquarium Soil. Das kippen wir jetzt erstmal hinten rein. Ich will hinten noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Mal gucken wir mal, was alles da vorne durchläuft. Und eventuell würde ich noch eine kleine Schicht Powder Soil drüber machen. Das muss ich mir gleich angucken. Weil das Aquarium so groß ist, ist das vielleicht gar nicht nötig aus optischen Gesichtspunkten. Das werden wir gleich sehen. Bodengrund ist drin. Wir machen jetzt keinen Powder Soil noch darüber. Das ist, glaube ich, völlig unnötig, dadurch, dass wir es ja relativ stark bepflanzen werden. Wir sehen jetzt aber auch direkt, von den Steinen ist quasi nichts mehr zu sehen. Da gucken jetzt noch so zwei, drei Reste durch, aber die verschwinden ja völlig unter den Pflanzen. Und was auch direkt auffällt, hier Teile der Wurzel, die jetzt hier noch rausliefen, die sind auch schon wieder verschwunden unter dem Bodengrund. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass einfach durch die Pflanzen und durch das Hardscape, ja, durch die Pflanze und durch den Bodengrund, viel Hardscape verloren geht sozusagen. Deshalb baut das immer ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser, als ihr eigentlich gerne wollt, dass es am Ende aussieht. Einfach um diesen Puffer zu haben, der halt vom Bodengrund und von den Pflanzen sozusagen weggefressen wird. So, ich habe jetzt den großen Luxus, dass Thomas für mich die Pflanzen vorbereitet. Ja, das ist mein leidiges Thema. Ich bin ja immer der Pflanzenvorbereiter. Und ich fange jetzt direkt schon mal an hier mit dem Bodengrund. Mhm. Wir machen einen sehr hübschen Bodendecker. Einen genau. Sehr hübschen rustikalen Bodendecker, wie ich finde. Massilea crenata. Sehr schön. Könnte ein bisschen häufiger benutzt werden, finde ich. Ist ja wirklich super dekorativ. Ich habe die noch nie so wirklich verwendet. So, also wir hatten schon mal ein Aquarium, das hat man mal von Tropica gekauft, von der Interzoo, da war die mal drin. Aber wir selber haben die noch nie so wirklich eingesetzt. Und ich glaube, wir haben auch wieder aktuell kein Aquarium, wo sie drin ist. Okay. Deswegen bietet sie es an. Ja, wird Zeit. Nee, die ist halt super variantenreich. Also die kann ja so ganz verschiedene Blattformen ausbilden.
so irgendwie mal ein Blatt, mal zwei Blätter, mal drei Blätter und manchmal auch wie so ein Kleeblatt mit vier Blättern. Die schon wirklich schick. Und vor allem, wenn man die dann noch ein bisschen mischt mit der, also wir haben jetzt übrigens gerade rausgefunden, dass die Crenata wahrscheinlich jetzt Minuta heißt. Ja, da haben wir ein Töpfchen gefunden, wo jetzt, nee, mehrere. Mehrere, ja. Mehrere, wo Minuta draufsteht. Das scheint das ein aktueller Topf zu sein. Das ist wieder an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe das wieder nicht mitbekommen, die Information. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Aber auf jeden Fall gab es sonst mal die Crenata, das ist die kleine, und die hier Suta, das ist sozusagen die große. Das ist genau die gleiche Pflanze. Und jetzt ist aus Crenata Minuta geworden. Genau. Ah, okay. Aber auf jeden Fall könnt ihr von dieser Pflanze halt zwei verschiedene Größen haben. Und gerade wenn man die kombiniert, ist das spannend, weil das dann wirklich wie ein sehr natürlicher Bodendecker einfach aussieht, wenn da auch verschiedene Höhen sozusagen stattfinden. Bei der hier Suta nur ein bisschen aufpassen, da können die Ausläufer auch sehr lang werden. Und dann kommt die nämlich irgendwann im Hintergrund wieder hoch. Wenn man das nicht will, muss man da so ein bisschen drauf aufpassen. Aber erstmal machen wir jetzt hier den Bodendecker fertig, bevor wir uns an die anderen Pflanzen widmen. Die zeige ich euch dann auch nochmal im Detail. So, ich habe jetzt hier in der Mitte schon mal so einen riesigen Block Pogostum und Helferi gesetzt, weil wir haben einige Pflanzen da, die jetzt schon länger sozusagen in der Fischanlage waren und da dann schon auf Steinen oder so gewachsen sind. Also hier ist ein großer Lavastein drunter, von dem man halt gar nichts sieht, wenn man den da so reinlegt. Und dafür ist das halt ein super dekorativer Büsch sozusagen für diesen Mittelbereich. Und da werden wir gucken, dass wir nämlich diesen Mittelbereich ganz generell mit ein paar hübschen Mittelgrundpflanzen dann auch ergänzen, um es weiterzumachen. Hier sind jetzt tatsächlich schon 6 Töpfe Massilea crenata drin. Vieles nicht zu sehen, weil ich sie zum Teil sehr tief eingepflanzt habe, damit sie gleich beim Befüllen auf gar keinen Fall hochkommen. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachlegen. Und jetzt haben wir nämlich noch andere riesige Pflanzen zum Teil. Die hat Thomas mir jetzt hier nämlich auch schon einmal vorbereitet. Da haben wir nämlich einiges noch dabei und unter anderem diesen geilen Trident Javafan, also Microsorum Theropus Trident, den wir nämlich einfach so jetzt hier direkt einsetzen können und damit natürlich direkt zu Anfang einen richtig geilen haben, der so richtig viel Volumen schon einnehmen kann. Und das sorgt natürlich einfach dafür, dass so ein Aquarium von vornherein auch richtig geil voll aussieht. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis hier. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch, was wir jetzt alles wirklich an Pflanzen gesetzt haben. Also Eyecatcher hier vorne sind natürlich die beiden großen Farne, ein Microsorum Theropus Trident und ein Narrow da drüber. Der Narrow hat so ein bisschen den Vorteil im Gegensatz zum Trident, dass die Blätter wirklich stärker aufrecht wachsen. Das heißt, am Ende wird er hier oben so ein bisschen drüber stehen, während der Trident mehr so nach vorne hier rauskommt. Dann haben wir hier unten im Boden die schon angesprochene Massilea crenata, beziehungsweise jetzt ja Massilea minuta. Und dazwischen an ganz wenigen ausgewählten Plätzen, vielleicht insgesamt 4 oder 5 Plätze, haben wir eine Massilea hirsuta gesetzt. Die hirsuta wird deutlich größer. Das heißt, da werden wir dann zwischendurch so etwas größere Blätter sehen, die dann auch deutlich höher wachsen. Es könnte ganz spannend sein. Es kann auch sein, dass es ein bisschen blöder aussieht. Dann kriegt man es aber auch relativ leicht wieder raus, weil die sehr kräftige Ausläufer wirft. Und wenn man an den Ausläufern zieht, kriegt man tatsächlich relativ easy die gesamte Pflanze wieder mit raus. Das ist also ein kleines Experiment. Was wir aber auch haben, was Thomas gerade schon angesprochen hat, ist hier ein bisschen Rotala Pearl. Sehr, sehr, sehr schöne Pflanze, sehr filigran, sehr klein, wird jetzt hier so ein bisschen nach Blume auf der Wiese aussehen, in der Hoffnung, dass sie gut anwächst. Sie ist leider auch extrem anspruchsvoll und halt dadurch, dass sie so filigran ist, auch super empfindlich gegenüber Beschädigungen. Das ist immer so ein kleines riskantes Spiel. Wir haben hier hinter eine Reihe Iriocaulon gesetzt, sehr hübsch, die auch an dieser Stelle bleibt. Also die wird sich ja nicht weiter großartig ausbreiten, die können zwar Ausläufer werfen, also Tochterpflanzen werfen, aber das wird nicht so sehr passieren. Schon angesprochen die Pogostum und Helferi und hier hinter sehen wir auch schon ein bisschen Hygrophila pinnatifida. Pinnatifida ist an mehreren Stellen zu finden. Die haben wir hier, die haben wir aber auch hier oben, sodass sie sich noch mit dem Farn vermischen wird. Die haben wir hier oben, wo die sich auch noch über die Wurzel ausbreiten wird. Die sollen dann idealerweise ein bisschen niedriger gehalten werden, damit sie auch wirklich schön über die Wurzeln wachsen. Die haben wir hier hinten auch nochmal mit derselben Intention, dass sie da natürlich weiter über die Wurzeln wachsen. Und dann haben wir hinter dem Iriocaulon eine Reihe Rotala Bonsai bzw. Rotala Indica, dahinter eine Hygrophila Araguaia und dahinter eine Blyxa Japonica. Ist tatsächlich so ein bisschen straßenmäßig auslaufend jetzt nach links, aber mit verschiedenen Blattformen, mit verschiedenen Blattfarben. Und ich glaube nämlich, dass das gerade für so ein Aquarium auf einer Messe einfach schön ist, um halt die Vielfalt der aquaristischen Pflanzen dann auch zu zeigen. Das Layout selber soll das dann so ein bisschen vom Flow unterstützen. Also auch der Wasserflow wird halt von links nach rechts laufen, entsprechend dem Hardscape. Und dann kommt nämlich da in der Mitte ein Lotus nach oben. Den haben wir oben natürlich schon gesetzt, beziehungsweise hinten schon gesetzt. Da in der Mitte können wir ihn sehen.
Zwei sogar, genau. Und das ist dann wirklich so das Highlight, wenn der hier hochkommt mit den Schwimmblättern. Das könnte nochmal richtig, richtig gut aussehen. Dann haben wir nämlich auch die komplette Höhe des Aquariums wirklich genutzt für eine Pflanze, die das auch ausnutzt. Und gleichzeitig nochmal einen deutlichen Farbtupfer, genau in der Mitte hier, wo so eine kleine Lücke im Hardscape entsteht. Hinten rechts in der Ecke haben wir noch einen Echinodorus. Welcher war das genau? Da konnten wir den Namen nicht merken. Gerade weggeschmissen. Ich meine Echinodorus Red Diamond. Red Diamond, stimmt, hattest du gesagt. Und eine Kryptogrine Crispulata. Genau, und eine Krypto Crispulata, die dazwischen sitzt, weil der Echinodorus wird nicht bis nach oben kommen. Der wird so bis auf Höhe der Wurzeln wachsen vielleicht. Und die Crispulata wird dann noch so einzelne langgezogene Blätter dazwischen werfen, die dann aber wirklich bis nach oben kommen. Und dann natürlich gleichzeitig wieder die Höhe aufnehmen, die der Lotus an dieser Stelle geben wird. Sodass das auch ein schönes, geschlossenes Gesamtbild ist. Und ganz hinten in der Mitte, haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, haben wir noch eine Hemianthus glomeratus. Stängelpflanze, die meiner Meinung nach total unterschätzt wird, weil die super schön dicht wächst. Die kann man auch gut in Ergänzung zu Rotalas verwenden, weil sie recht ähnlich aussieht. Ist aber auch ein bisschen anspruchsvoll, gerade was so Licht angeht. Zwischendurch haben wir noch ein paar andere Sachen gesetzt. Hier haben wir noch eine Gratiola viscidula, auch sehr schöne Stängelpflanze, ein bisschen langsamer wachsend, ein bisschen aufrechter wachsend, sehr spitz von der Blattform her. Sieht so sehr stachelig aus. Und ein Ranunculus haben wir hier auch noch irgendwo zwischen. Da haben wir ihn. Und das alles als Gesamtbild wird dann hoffentlich ein sehr buntes, sehr volles und sehr ansprechendes Aquarium ergeben. Und das, ob das geklappt hat, seht ihr nachher auf der Aqua Expo 29. 30. September, 1. Oktober in Dortmund. Rennweg 70, Galopprennbahn. Sehr gut. Da sehen wir uns wieder. Da wird das Aquarium stehen und da könnt ihr es euch dann anschauen. Und dann reden wir drüber, ob das gut war oder nicht. Genau, wie es geworden ist. Alles klar.